Ich bin gerade in St. James's Park, bin heute den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger nur rumgelaufen und habe mehr Sachen angeguckt, habe mich hier und da hingesetzt und mein Kindle-Buch gelesen, das Buch von Bernie Sanders. Und gestern konnte ich überhaupt nicht drehen. Es war entweder viel zu windig, sodass man nichts gehört hat auf den Aufnahmen, oder es war so regnerisch, dass ständig kleine Tröpfchen auf der Linse waren und die Aufnahmen waren dann halt auch irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. Heute ist es auch noch windig, aber ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich jetzt im Fokus bin. Meine Kamera mag mich irgendwie nicht und versucht immer, mein Gesicht wegzufokussieren. Wir sehen. So, ich gehe jetzt an den Churchill War Rooms vorbei und bin auf dem Weg zu Westminster. Ich wollte mir da halt das Riesenrad anschauen, Landnei. Da werde ich nicht noch einmal mitfahren. Das war so scheiße teuer. Ich glaube, ich habe damals 20 Pfund dafür bezahlt. Wer es halt nicht weiß, das sind dürften an die 25 Euro sein. Für, glaube ich, 40 Minuten Riesenrad. Also wirklich unverschämt teuer, so wie alles hier. Hier ist alles unverschämt teuer, weil der Pfund halt so viel wert ist. Das Pfund, weil das Pfund so viel wert ist. Also ich habe gestern bei Whole Foods für Reis, Tomatensoße, einen Saft und noch irgendwas bei, noch einen anderen kleinen Artikel, 11 Euro ausgegeben. Und davon war nicht mal alles Bio. Der Saft war zum Beispiel nicht Bio. Und alleine der Reis, ein Pfund Reis, 6 Pfund, also ich glaube 8 Euro. Das ist so schrecklich hier. Jo, ich gehe jetzt weiter. Gegessen. Ich habe meinen Reiskocher mitgenommen, das heißt, ich kann mir halt Essen machen und muss hier nicht 10 Pfund pro Mahlzeit ausgeben. Juhu! Muss dann noch einkaufen gehen, morgen ist alles zu, sonst habe ich morgen nichts zu essen und dann bringt mir auch ein Reiskocher nichts. So, hier habe ich das Gefäß von meinem Reiskocher. Das war der extrem teure Reis für 6 Pfund. Jasminreis von Biona. Es war immer noch der günstigste Reis, den sie bei Whole Foods hatten. Den tue ich jetzt in meinen tollen kleinen koreanischen Reiskocher, den ich natürlich mit Hilfe eines Steckeradapters anschließen musste, weil die haben ja hier komische Stecker. Einfach Deckel drauf. Und okay. Ich bin jetzt auf Piccadilly Circus, bin nochmal nach draußen gegangen, habe ein paar Weihnachtsaufnahmen gemacht, weihnachtliche Aufnahmen, ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Und ja, wie ihr hört, es ist laut. Es ist, glaube ich, jetzt 19 Uhr, 18 Uhr müsste es sein. Und ich habe keine Uhr um und irgendwie, wenn ich im Urlaub bin, ist mir die Uhrzeit scheißegal. An der Sonne kann man sich ja ohnehin nicht mehr orientieren, weil es ja um 4 Uhr, 5 Uhr schon dunkel wird. Ja, deshalb gehe ich noch ein bisschen rum, kaufe noch was ein und ich glaube, ich gehe jetzt gleich an der Themse lang, mache da noch ein paar Aufnahmen und werde dann ins Hotel gehen, mir einen gemütlichen Abend machen und Netflix anmachen. So, es ist der 25. Dezember, der erste Weihnachtsfeiertag und ich bin auf der Oxford Street. Ich habe vorhin tatsächlich an der Tottenham Court Road einen Starbucks gefunden, der offen war. Das hat mich sehr überrascht. Habe da jetzt eine Stunde Kaffee getrunken und ein Buch gelesen. Immer noch das Buch von Bernie Sanders. Und es ist hier wirklich voller als gedacht, obwohl halt keine U-Bahn fährt. Es fährt kein Bus. Alle Läden sind zu, bis auf halt Starbucks. Ein paar Restaurants und Subways sind offen, ein, zwei Souvenirläden, aber halt alle großen Läden sind zu. Deck the halls with thousands.
Okay, ich war gerade bei der Kette Eat und habe da ein Sandwich gefunden, das vegan und ölfrei ist. Dieses hier. 3,75 €, etwas über 4 Euro. Es ist, wie gesagt, es ist unfassbar teuer und man möchte nicht auf seine Kreditkartennachrichten gucken, aber vegan und ölfrei, mal kann man sich das gönnen. Ich esse hier fast nur weißen Reis eigentlich, also ist 4 Euro dann auch mal in Ordnung für ein Sandwich. Die Straße hinter mir ist normalerweise richtig voll und wie ihr jetzt sehen könnt, ist da einfach keiner. Ich mache mir jetzt Essen, ich habe mir eine Paprika geholt, werde jetzt klein schnibbeln mit dem Messer, das ich mitgenommen habe. Nehmt immer ein Messer auf Reisen mit, auch wenn es nur so ein billiges Plastikmesser ist, und werde mir dann gleich Reis damit machen. Also, fragt mich nicht, warum ich dachte, dass es eine gute Idee wäre, am 26. Dezember unbedingt zu Oxford Street zu gehen, weil halt die großen Sales anfangen und es ist unfassbar voll. Also ich dachte ja schon am 24. wäre es voll, aber jetzt gab es halt bei den meisten Läden so Einlasskontrollen, quasi, dass nicht zu viele Leute in den Laden gehen. Es war unfassbar voll. Und das strengt einfach emotional so sehr an, weil man ständig gucken, dass du niemanden anrempelst, und es ist furchtbar. Jedenfalls bin ich jetzt gerade bei Whole Foods und habe mir diesen grünen Kohl-Falafel mit rote Beete-Hummus geholt. Nicht ölfrei, leider. Aber hey, es ist Weihnachten. Jo, den werde ich jetzt essen und dann mal schauen, was ich heute noch so mache. Ich habe es endlich zum Winter Wonderland geschafft und das ist eine Mischung aus Jahrmarkt und deutschem Weihnachtsmarkt. Also hinter mir ist ein Viertel namens Bavarian Village, wo es Glühwein gibt. Neben mir ist ein Haribo-Stand. Es gibt aber auch einen Stand, der ist komplett vegetarisch. Das ist ziemlich cool, aber irgendwie ist es halt eine Mischung aus Fronleichnamskirmes und deutschem Weihnachtsmarkt. Also irgendwie nichts wirklich Besonderes. Hey, es ist nicht nur Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt, es ist auch Oktoberfest. Das müsst ihr definitiv noch dazu berechnen. Das ist eine sehr merkwürdige Kombination, wenn man aus Deutschland kommt. Gerade gelandet in Amsterdam Schiphol und das komplette Terminal ist leer. Hier ist niemand außer den Leuten von unserem Flug. Es ist ja auch irgendwie 22 Uhr noch was. Ich versuche jetzt mein Gepäck so schnell wie möglich abzuholen und dann den Zug zu bekommen. Ich sehe euch in einem nächsten Video.